Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass Sie SR3 die Saarlandwelle eingeschaltet haben. Ja, noch ist Zeit. Also noch ist Zeit. Wieso? Dass er da unten so anständige Uhr hängen hat, ne? Und jetzt so Gitaluhr, ne? Was? Gitaluhr. Da. Ach, die Hilde geschenkt kriegt, ja? Ne? Ja, zum Geburtstag, ne? Mhm. Ja, da habe ich noch ein bisschen so machen, als ob ich mich feiern tät, ne? Geburtstag? Hansi, da muss ich Ihnen ja gratulieren. Ja, danke schön. Gehat, ne? Gehat, ja, gut. Ja, ja. Mhm. Aber mir steht, ist das Ding noch an die Wand plagge. Was gerade an die Wand. Oh, ab. Hä? Na, für was denn? Oh, was soll ich mit so einem Ding da anfangen, ne? Sieht doch gut aus. Jo, das vielleicht, ne? Steh ich liebst wieder mal all die Uhr anziehen, ne? Aber so, ne? Ja, geschenkt ist geschenkt, ne? Ja. Jo. Aber siehst du da, wie man da so sagt, ein geschenktes Pferd ist nichts wert, ne? Oder? Nee, das heißt so. Anders da. Ah, jo, nee, ich weiß, ja. Ein geschenkten Gaul, da ist sicher was faul oder so, ne? Jo, ist gut. Jo. Ja, und der da Uhr, da ist alles faul. Gitaluhr, ne? Hätte man doch gerne eine anständige Uhr kaufen. Ah ja, man hat das jetzt heute so. Ich kann ja auch so enden. Ach, komm, so richtig. Ah, so Ding. Ja. Ah, da kannst du hin, wir haben ja ein paar Wände, da kannst du auch dran schmeißen. Ja, für was dann? Kommst du dort mir jetzt recht? Natürlich. Ja, und wie? Ah ja, die lauft und da guck ich drauf und da weiß ich, wie viel Uhr es ist. Jo, lauft. Ja, ich lauf auch, aber fort, ne? Da könnten wir doch eine Uhr kaufen mit zwei Zeier dran, ne? Ja. Großer, eine kleine, aber nee, so. Ja. Kann schon noch gucken, wie viel Uhr es in New York ist, hat's gesagt. Ja, ja das kann man, ja. Ja, und jetzt? Ich weiß ja nicht nur, wie viel Uhr es in Bettsprache ist, ne? Aber New York, ne? Ja, na, es will ja immer draußen aus, Hilde, ne? Komm, ich gehst da aus der Hit raus, ne? An das Ding, du, hab ich da angehört, ne? Ja, ja. Was will ich machen, ne? Stehen an der Ampel, Kollege neben dran, auf einmal fangst du an, du, da wie es da macht, so piet, ja. So tut, da, ne? Ja. Du hast mir vorstreichmal in die Luft geguckt, so, weißt du, wann, ne? So gemacht, als wäre nichts, ne? Dann auch, du, ach so. Du, der Ballon mal gepifft, ne? Dass der nebendran ja nichts merkt, ne? Ja, stell dir mal vor, der hätte noch gemerkt, ich wäre das, ne? Da. Und jetzt? Ja, und jetzt das Ding? Kaputt, ne? Ja, wieso kaputt? Chicago, nix. Ja, wenn es doch gepiepst hat, dann geht's doch. Ja, nee, jetzt ist es kaputt, ne? Jetzt hat die arme Seele ja Ruhe, ne? Die Digitaluhr zu schenken, ne? Was Quatsch. Da, nix drauf. Wieso? Ne? Also, nix drauf, siehst du nix, oder? Alter, die ist falsch eingestellt. Wieso? Alter, da müsste doch die Zeit drauf sein. Ist aber nicht. Ja, ja. Das verstehe ich auch nicht. Am Freund, wie ich drauf gekommen bin, saß in einem Gang, ne? Was war wir da gesagt? So richtig so fein geschwätzt. Könnten Sie mir vielleicht einmal so freundlich sein und dort die Uhrzeit sagen, ne? Er wollte wissen, wie viel Uhr es ist auf Deutsch. Jo, es war so feiner, ne? Habe ich ihm die Uhr hingehalten, ne? War vielleicht blöd geguckt, ne? Habe ich gesagt, gleich ist es Doppelpunkt für Hops. Ja, ne? Hat er den Kopf geschüttelt und ist weitergegangen, ne? Ja. Kannst dem Mann ja nicht verdenken, ne? Ja, kommst du mit der Bedienungsanleitung, du hast recht, so. Ja, es ist ein bisschen schwierig, also bei meiner kann ich, aber die sind ja alle ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, nein, also ich habe ja da, stand's ja immer dabei, ne? Ja. Du hast, oh, wie heißt da, an dem einen Punkt, aber was verstehe ich sowieso nicht. Drücken Sie wieder den linken Knopf, bis eine Stundenangabe auf der linken Seite des, was, wie heißt das? Display. Display, hä? Displayfenster. Display, live, was war denn? Fenster. Jo. Jo, hoffentlich zieht's da auch nicht, ne? Mit den Buchstaben A für vormittags oder P für nachmittags erscheint. So, was hast du jetzt dort von verstanden? Ich nix. Kein Wort habe ich jetzt dort verstanden. Und dort nur soll ich wissen, wie spät es ist. Nee, das ist um so richtig inzustellen. Da muss ich noch das Fenster ausgucken. Jo, ach komm, also, ich glaube, ich werf das Ding das Fenster aus, ne? Dies Bleiuhr, hä? Mensch, also, was ein Ding. Also, so war es ein Schenk. Naja, aber es ist ja ein Geschenk, ich meine, Herr Becker. Ja, ja, Silvi will immer angeben, ich kenne es ja, ne? Immer angeben, wie ihr tut voll mit. Ja, ne? Hat es ja gut gemeint. Ja, aber jetzt kann es auch nicht richtig instellen, ne? Sehr Männerarbeit, ne? Also, wenn das Männerarbeit ist, dann hole ich den Hammer, stelle sie mal hin. Vielleicht geht es da nicht, ne? Ja, ja, nichts dran zu drehen, ne? Und wann du mal dran kommst, sie ist nur Null, ne? Habe ich schon gesagt, die Uhr, die geht bei uns da in die Büro-Base, ne? So. Also, so, ja, lauter Null, ne? Und bewegt du dich da auch nichts. Naja, wird ja keiner zuhören, ne? Hätte ja Samstag, da schaffen das die schaffen ja nichts. Gut, dann hören die auch nicht mal Radio, ich nicht. Ne? Ja. Kann man nur hoffen, dass es nicht gehört haben. Ach was, die machen, Samstags machen die gar nichts. Gar nichts, ja. Nicht mal Radio hören. Ich glaube, ich tausche das Ding um. Ja, wie, Oder ich schenke es meinem Schwager. Das ist überhaupt die Idee.
Das ist so einer, du. Ja, der kommt damit zurecht. Der ist so topisch, ne, eben nicht. Da kommt mit dem Ding überhaupt nicht zurecht. Ne? So topisch ist der. Der kommt nicht nur mit dem Ding zurecht. Ja. Ne? Ja, und um Hilde sah nicht. Ich sah nicht, mir kennt die Dinge auf die Hit nicht anziehen, wie ich da betriebsinterne Regelungen da so, ne? Das hört sich gut, an, ne? Das klingt gut, betriebsinterne Gründe. Gut. Das hört sich gut an, ne? Das wird du auch glauben, ja. Dann, ne? Die alte Uhr ziehe ich da wäre an, dann, dann schlaut's 13, ne? Alle dann, ne? Servus, ne? Ja. Die Dahluhr so schön. Oh, jetzt heier, ganz ideal.